Hallo, hier ist Markus Raab. Guten Abend. Ja, ich muss unbedingt ein Update-Video heute Abend geben, weil das, was heute Abend vor dem Kongress der USA und im Kongress geschieht, ist unglaublich und nie dagewesen in der Geschichte der USA. Und ich möchte euch meine Deutung der Dinge geben. Ich danke euch ganz herzlich für eure Abos meines YouTube-Kanals, für jedes Like, was die Videos tausenden weiteren Zuschauern zur Verfügung stellt. Ja, ja. Ja, ich glaube ganz ehrlich, um es euch zu sagen, dass diese Belagerung des Kongresses eine Aktion der Antifa ist. Ein Schachzug der Demokraten. Und ich kam zurück von einer Gemeindeversammlung heute Abend und etwas später und habe dann eben zurückgeschaut, was alles passiert ist und wie im Kongress erwartungsgemäß die Wahlmännerstimmen eingereicht wurden und sie wurden in den Kongress getragen, im Haus der Repräsentanten. Und dann wurde ein Einspruch erwartungsgemäß gelegt von Ted Cruz und anderen Republikanern gegen den Bundesstaat Arizona. Und dann teilten sich die Häuser in eine zweistündige Debatte. Erwartungsgemäß sollen 7 Einsprüche gelegt werden in 7 Bundesstaaten, wo massivster Wahlbetrug stattgefunden hat. Hallo, hallo, jemand zu Hause? Hey, denk mal nach, McFly, denk nach. Und was passiert ist, dass während es um die Debatte geht, um Arizona den Wahlbetrug aufzudecken, und Ted Cruz hat dort die Strategie dargelegt, nämlich 10 Tage eine Untersuchung des Wahlbetrugs in den 7 Bundesstaaten, Pennsylvania, Georgia, Arizona und anderen Staaten durchzuführen. Und dann haben sie angefangen, die Betrügereien mit Namen zu nennen. Und da wurde der Kongress gestürmt. Und als ich das sah, ja, da war mir sofort klar, das sind keine Trump-Anhänger. Heute Abend hat Right Side Broadcasting und andere haben deutlich gesagt, was unglaublich ist, ist, dass keine Anti-Trump-Gegner da sind, keine Antifa da sind. Wisst ihr, warum sie nicht da sind? Weil sie sich als Pro-Trumper verkleidet haben. Und weil die Antifa-Leute die sind, die den Kongress stürmen. Und ARD und ZDF haben heute Abend eine Parallele genannt und die ist richtig, dass der Reichstag gestürmt wurde im August und ich glaube auch das war ein abgekartetes Spiel. Die Querdenken-Demo war friedlich, 1 Million Menschen haben für Freiheit und Demokratie in Deutschland demonstriert und die Medien haben es geschafft, das zu unterbrechen und den Ruf zu zerstören, indem plötzlich unser Reichstag von ein paar hundert Leuten gestürmt wurde.